Rapsfelder, soweit das Auge reicht. Auf einer Fläche von mehr als 1,5 Millionen Hektar wird in diesem Jahr in Deutschland die gelbe Frucht angebaut. Raps in den letzten Jahren zumindest wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Gerade im Zuge des Rückgangs fossiler Energien wird der Kraftstoff, der aus der Pflanze gewonnen wird, immer wichtiger. Dass die Rapsindustrie boomt, für die Züchter eine klare Angelegenheit. Raps ist deshalb so wichtig geworden, weil es eben der politischen Forderung entgegenkommt, CO2-neutral erneuerbare Energien zu produzieren. Und Raps ist die erste Kulturart, die es geschafft hat, sich tatsächlich über Biodiesel als marktreifes, ernstzunehmendes Produkt überhaupt zu etablieren. Und nun soll der Marktanteil des Rapses noch erhöht werden. Nach ehrgeizigen Plänen der EU sollen die aktuell gültigen Beimischungsquoten bis zum Jahr 2020 auf 10 Volumenprozent erhöht werden. Kritiker des Rapsanbaus bezweifeln allerdings, dass der gewonnene Biosprit wirklich gut für das Klima ist. Biosprit ist eine einzigste Klimalüge. Das Klima wird geschädigt durch die Beimischung von Biodiesel und von Ethanol. Es werden Urwälder gerodet, um diese Biospritpflanzen anzubauen. Und die Düngung verursacht auch extreme Treibhausgasemissionen. Ein weiteres Argument der Gegner des immensen Anbaus: die Pflanze sei nicht energieeffizient genug. Können aus ihr im Schnitt pro Jahr und Hektar 16.000 Kilowattstunden Energie gewonnen werden, erzeugt ein Windrad beispielsweise in derselben Zeit ca. 6 Millionen Kilowattstunden. Die Folge des geringen Ertrages beim Raps: um den wachsenden Bedarf an Biosprit zu decken, kaufen die Industrienationen vermehrt Pflanzen aus ärmeren und hungerbedrohten Nationen. Die Hungerkrise hat sehr viele verschiedene Ursachen, aber natürlich trägt auch der Anbau von Energiepflanzen dazu bei. Wir haben eine begrenzte Agrarfläche weltweit. Wenn wir Millionen von Hektar für Biospritpflanzen brauchen, dann steht diese Fläche für die Nahrungsmittelproduktion nicht zur Verfügung oder wir müssen Urwälder roden, um diese Pflanzen anzubauen. Die Bundesregierung hat ihre Pläne bereits auf Eis gelegt und will vorerst bei der bisherigen Beimischungsquote von 5% bleiben.